Also, Barat hat das hier an irgendeine Eva geschickt, aber es konnte nicht zugestellt werden und wurde zurückgesendet. Aber in der Zeit hatte Barat seine komische Lagerhalle schon dicht gemacht und sich vorbereitet, die Stadt zu verlassen. Also wurde das hier hin und her geschickt und blieb am Ende hier im Hafen. Mal schauen, was drin ist. Eva, schöner Name. Eva, es ist nicht viel Zeit, also fasse ich mich kurz. Wie ich dir in meinem letzten Brief schon schrieb, kommt mein Einsatz nun zu seinem Ende. Es war nicht leicht, aber du musst wissen, dass ich das alles für dich getan habe. Jetzt endlich können wir eine Familie sein. Ich habe einen letzten Scheck beigelegt. Der sollte lediglich dafür reichen, dass du und die Kleinen sich keine Sorgen mehr übers Geld machen müssen. Gott ist mein Zeuge. Ich war nie ein perfekter Vater. Aber das ist wenigstens die Gelegenheit für mich, etwas wiedergut zu machen. Ich kann es nicht erwarten, dich wiederzusehen. Dein Vater! Ein Brief an eine Frau. Hier ist ein Scheck über... Lecco mio. Das sind eine Menge Simoleons. Okay, aber das kann ich mir nicht genau nochmal anschauen. Okay, spannende Sache. Was es damit wo genau auf sich hat? Egal, ich gebe erstmal den den Hafenpass wieder zurück an Leroy. Würde doch niemals meinen Freund vergessen. Hier hast du deinen Hafenpass zurück, Leroy. Danke, Harp. Danke nochmal. Guter Typ. Hey, noch eine Errungenschaft freigeschaltet. Für einen alten Kumpel mache ich immer gerne mal eine Ausnahme. Ne? Weil ich es zurückgegeben habe. Weil ich ein netter Typ bin und an sowas halt auch denke. So, das Briefchen, das geben wir jetzt mal an Halliwell. Hey, Halliwell. Hey, Harp. Die Kisten mit dem Virus kamen also über den Hafen? Sieht ganz danach aus. Du hast einen guten Hinweis gefunden. Zeit, mal beim Hafen vorbeizuschauen? Warum eigentlich nicht? Ich habe diesen Brief an einen gewissen Dominic Barat gefunden. Wer ist Dominic Barat? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie ist er in die Sache verwickelt. Es ist ein Brief von Barat an seine Tochter. Unbekannt verzogen. Diese Eva ist also umgezogen und hat ihm die Adresse nicht mitgeteilt? Seltsam. Wir sollten nach weiteren Informationen über Barat Ausschau halten. Bin dran. Bis später. Bis dann, Harper. Kannst den Namen ja mal googeln. Okay, aber gut zu wissen. Dominic Barat. Barat. Whatever. Wort Eva. Okay, gehen wir doch mal zum Segelhafen. Ich glaube, das ist das Einzige, was uns jetzt gerade noch ein bisschen übrig bleibt. Ach, Rancho. Wer hätte es erwartet? Ich sicherlich nicht. Segelhafen Port Nicola. Keine armen Leute. Scheiße. Nein, also... Jetzt mal im Ernst. Warum haben Leute Boote? Hey, Jungs, wollen wir ins Kino? Wir können mit meinem Boot hin. Oh nein, wartet. Können wir nicht. Es ist ein Boot. Die sehen schon ganz schön nett aus. Zum Glück hat Harper ja unendlich viel Kohle in seiner Tasche. Jetzt mal im Ernst. Hey. Oh nein, wartet. Rancho. Hi. Ahoi. Tut mir leid. Keine Zeit zu reden. Kenne ich Sie nicht irgendwoher? Ich denke nicht. Wissen Sie, wem Sie ähnlich sehen? Nein. Diesem Dr. Rancho-Typen aus den Zeitungen. Tja, hab halt eins dieser Allerweltsgesichter, weißt du? Sie sind Rancho wie aus dem Gesicht geschnitten. Kommen Sie schon. Sie sind es, oder? Du musst mich verwechseln. Ich hab noch nie von diesem Dr. Renzo gehört. Vielen Dank für Ihren Einsatz im Kampf gegen das Yeltown-Fieber. Zum letzten Mal. Ich bin nicht dieser Doktor. Ich bin allerdings Stammgast in diesem Segelhafen. Belästige mich weiter und du wirst von einem stattlichen Mariner unsanft vom Grundstück gezerrt. Kapiert? Ja.
alles außer stattlicher Marina. Ist das so eine Art Spritzgebäck? Nettes Boot. So ist es. Wie teuer war Ihr Boot? Ich hab dir gesagt, ich bin beschäftigt. Ich komme später. Immer schön auf die Nerven gehen. Okay, die Sache ist nur, mir fehlt jetzt gerade ein bisschen Anhaltspunkte technisch was, ne? Wir waren da im Lager. Einzige Sache, die wir noch nicht gemacht haben, ist, diesem Aquila-Flyer nachzugehen. Sie etwas von einem Ricardo erzählt, der der Anwerber war. Und im Tagebuch hat sie auch über Ricardo geschrieben. Oh, wartet mal, guck mal auf den Brunnen da. Die PNU-Studenten sind... Nein, nein, das Zeichen. Nee. Das Zeichen, aber das ignoriert er, das Zeichen, ja? Okay, offensichtlich. Ich habe noch eine andere Idee. Dafür gehen wir mal ins Stadtzentrum. Vielleicht kennt Trisha ja diesen Ricardo. Das wäre doch eine Möglichkeit. Hey, Trish. Oh, hallo, Harper. Warum stehen hier so viele Bücher rum? Das hier ist die öffentliche Bibliothek von Port Nicola. Hast du eine Lizenz für die ganzen Bücher? Brauche ich eine Lizenz? Brauchst du... Schätzchen, ich sollte die Bücher sofort mit rüber ins Revier nehmen. Nein, bitte nicht. Okay, okay. Aber lass sie wenigstens sterilisieren, sonst ist dir bald alles voll mit Prospekten. Kommst du aus Port Nicola? Ich bin für die Uni hergezogen. Eigentlich komme ich aus Maplewood. Port Nicola ist okay, aber ich habe Heimweh, verstehst du? Ja, yep. Ich komme aus Yelltown. Yelltown? Oh, das tut mir leid. Hast du Familie dort? Keine Familie, nur ein paar Freunde. Es ist so schrecklich. Du hast Glück, dass du hier bist, oder? Ja, wahrscheinlich hast du recht. Was studierst du? Englische Literatur im Hauptfach. Und du? Ich? Wow, nein, ich bin kein Student. Ich meine, ich war's mal. Für eine Woche oder so, vor Jahren. Also bist du so richtig alt? Oh Gott. Ja, so richtig Moment. Extrem alt. Ich mach mal ein Nickerchen in der Großdruckabteilung. Ich muss los. Ciao. Okay. Okay. Ich hätte wahrscheinlich die auch noch richtig kostenlos bekommen können, die Lupe. Aber diese Gesprächswendung hat mir gerade... Nun... ich habe diesen Einfluss auf Frauen, die jünger sind als ich. Das kommt gerne mal vor. Okay, wie kommen wir... Hey, Halliwell. Hey, Harp. Ich habe Patrick Rancho unten im Yachthafen gesehen. Rancho, der Chef der RHC. Gut gemacht, Harper. Das sind großartige Neuigkeiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es ist, aber er ist gewieft. Ich krieg kein Wort aus ihm raus. Er bereitet sich darauf vor, die Stadt zu verlassen. Was machen wir jetzt? Ganz ruhig, Harper. Wir brauchen einen Plan. Fällt dir was ein? Mir fällt absolut nichts ein, wie wir Rancho zum Reden bringen sollten. Rancho ist ein Meister der Täuschung. Es wird sicher nicht leicht sein, etwas aus ihm herauszukitzeln. Aber uns muss etwas einfallen. Bis später. Bis dann, Harper. Nun, ich kenne jemanden, der sich mit Täuschung auf jeden Fall schon lange befasst hat. Hi. Entschuldigung. Was? Naja, ich halte mich lieb. Yep. Okay, du kannst mir nicht helfen. Entschuldigung. Was darf sein? Ich schau mal Wiedersehen. Okay. Die hilft mir auch nicht wirklich weiter. Das hier ist doof. Das ist jetzt richtig doof. Also irgendwas fehlt mir, ne?
irgendein Hinweis fehlt mir. Ich gehe nochmal zur Uni. Hallo, Professor. Hallo, Harper. Haben Sie jemals von einer Gruppe namens Aquila gehört? Aquila? Ja, kennen Sie die? Nein, sagt mir nichts. Wer sind die? Offenbar irgend so eine spirituelle Selbstverbesserungstruppe. Ich an deiner Stelle würde mich da raushalten. Klingt nach Betrug. Bis später. Mach's gut, Harper. Ihr bringt mir alle nichts mehr. Mann. So ein Scheiß. Was übersehe ich? Die Theatergruppe der PNU inszeniert eine nur mit Clowns besetzte Interpretation von... Nein, ich vermisse das hier kein Stück. Die neofaschistische Liste organisiert einen Eiscreme-Abend. Ich hoffe, ihr mögt Vanille. Irgendwer hat einen Kater verloren. Er hört auf den Namen Noam Chomsky. Nein, das tut er nicht. Clockwork Brunch spielen heute Abend hier. Unterstützt von den Zack Oppenheimer Delikatessen. Ist das eine Band oder das Catering? Das schwarze Brett ist voll mit Anzeigen. Mitbewohner gesucht, Poetry Slams, ein anarchistischer Kuchenbazar. Der ist bestimmt nicht leicht zu organisieren. Die Theatergruppe... Nein. Ja, ja. Studenten. Kenn ich mich aus, wa? Mann, was fehlt mir denn? Was habe ich denn übersehen hier die ganze Zeit? Irgendwas ist da. Irgendwas ist da lückentechnisch vorhanden. Und ich übersehe das ganz groß. Ganz feste, große Breite übersehe ich da was. Ha. Aber wo ist da der entscheidende Hinweis? Ich kann auch Leroy fragen, der hat doch alles gesehen. Hey. Kennst du zufällig dieses Mädchen? Ja, das ist Amber Smith. Hat hier viel rumgehangen, bevor sie abgehauen ist. Abgehauen? Ja, sie hat sich einfach mitten im Semester aus dem Staub gemacht. Zumindest behauptet das die Polizei. Ihr Mitbewohner Mika glaubt die Geschichte aber nicht. Deshalb auch die Poster. Was genau ist denn mit Amber passiert? Das weiß keiner so genau. Sie ist einfach abgehauen. Passiert manchmal bei Erstsemestern. Hätte sie aber trotzdem nicht für eine von denen gehalten, die wegen eines Kerls so durchdrehen. Wegen eines Kerls? Ja, sie hat angefangen, sich mit diesem Ricardo zu treffen. Wer ist Ricardo? Er ist kein Student, aber er hat immer am Campus rumgehangen. Er war mit Trisha Parker zusammen. Kennst du Trisha? Sie arbeitet in der Bibliothek. Trisha, natürlich. Hatte Ricardo etwas mit Ambers Verschwinden zu tun? Naja, ihr Mitbewohner behauptet es. Aber die Polizei glaubt nicht daran. Er hatte wohl ein grundsolides Alibi. Außerdem verschwinden in einer großen Stadt wie PN wohl ständig Leute einfach so. Na klar. Was hältst du davon? Ich weiß nicht so recht. Amber schien mir eigentlich nicht der Typ Mensch zu sein, der einfach so verschwindet. Also hat Ricardo Trisha betrogen? Nein, nein, sie haben vor Amber Schluss gemacht. Nicht sehr lang vor Amber. Aber so ist Ricardo. Okay, dann bis später mal. Nee, die hatten umgekehrtes Triforce auf dem Ärmel. Schöne Dame, junge Dame, wunderbare Dame, meine ich. Tolle Dame, Frau, whatever. Mann. Irgendwas anderes. Kann alles aufzählen. Ist mir egal. Hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, die Person. So, Stadtzentrum. Trisha, ich wusste doch, dass du mir helfen könntest. Mit Ricky. Crazy Ricky, hä? Miss Crazy Trisha? Nee, Crazy Trisha und Crazy... Crazy Ricardo ist ja auch keine Alliteration, verdammt. Hey, Trish. Oh, hallo, Harper. Erzähl mir von Ricardo. Ricardo? Woher kennst du Ricardo? Ich habe nur gehört, dass ihr zusammen wart. Ich wüsste gerne ein paar Dinge über ihn. Wie fändest du es, wenn ich dir über deine Ex ein Loch in den Bauch fragen würde? Ich will dich damit echt nicht nerven, aber ich muss mehr über ihn wissen. Es ist wirklich wichtig. Worum geht's? Wann hast du Ricardo das letzte Mal gesehen? Alter, müssen wir das hier machen? Bitte, Trisha. Ich kann's dir nicht erklären, aber es ist wichtig. Na gut. Zuletzt haben wir uns in der Nacht, in der wir Schluss gemacht haben, gesehen. Es war an dem Strand, den er so sehr mochte. Er ist mit mir immer dorthin gegangen, um mir sein Lieblingssternbild zu zeigen. Aquila, ja. So hieß es. Aquila hat er immer gesagt. Es war echt romantisch da draußen. Tequila? Wieso habt ihr damals in der Nacht am Strand Schluss gemacht?
Wir wollten einfach verschiedene Dinge. Männer sind Schweine. Hab ich recht, Schwester? Nein, das war's nicht. Ricardo war ein sehr spiritueller Typ. Er hat ständig über seine Reise zur Erleuchtung gesprochen. In der Nacht am Strand wollte er mit mir auf eine echte Reise gehen. Er wollte, dass wir auf irgendeiner Insel leben. Ich mochte ihn wirklich sehr. Aber ich konnte die Uni nicht wegen eines Typen schmeißen. Selbst wenn er super heiß war. Super heißes Arschloch. Wo ist dieser Strand, an dem du mit Ricardo Schluss gemacht hast? Er heißt Glenora Beach. Glenora? Danke. Hey, Strand. Und eine Insel. Direkt da drüber. Hast du diese Geschichte von Ricardo und Emma gehört? Ja, hab gehört, dass da was lief, bevor sie abgehauen ist. Weißt du, wo sie hingegangen ist? Was ist zwischen ihnen passiert? Alter, du interessierst dich echt viel mehr für meinen Ex als ich selbst. Wir haben erstmal genug über Ricardo gesprochen. Finde ich auch. Lass uns über was anderes reden. Ich muss los. Ich muss los. Ciao. Ach ja. Dann gehen wir mal zum Strand. Neue Location, neue Sachen haben sich aufgetan. Yes, Fortschritt. Huhu. Ich liebe Fortschritt. Also, egal. Egal. Dann, oh, hallo Insel. Die sieht interessant aus. Da ist sie. Die Insel, von der Amber Smith in ihrem Tagebuch geschrieben hat. Mhm. Ich muss gestehen, so eine Aussicht hatte Yelltown nicht zu bieten. An diesen Blick übers Meer könnte ich mich schon gewöhnen. Ich muss sagen, es sieht echt schön aus. Also, dass du den ganzen Weg auch hierher gelaufen bist. Die nehme ich mit. Damit kann ich bei Bedarf jemanden wegpaddeln. Einen netten kleinen Leuchtturm haben sie da. Dem bleibe ich lieber fern. Vermutlich wohnt ein verrückter alter Leuchtturmwärter da drin. Und sicher würde er den ganzen Tag verstörende Geschichten erzählen und eine Pfeife rauchen. Ach. Wir würden einen Kampf bis zum Tode auf der Spitze des Leuchtturms führen. Wie es halt so läuft mit Leuchtturmwärtern. Ach Quatsch. Ach Quatsch. Das ist doch ein Klischee. Irgendeine gute Seele hat sicher einen Jetski in dieser Hütte verstaut, um Reisenden in der Not weiterzuhelfen. Sie ist verschlossen. Ja, komm, aber das ist doch mal... Sowas von eine... Ich überprüfe dieses Schloss besser mal. Jemand muss sicherstellen, dass es noch ordentlich funktioniert. Jetzt sieh dir das an. Das alte Ding ist einfach weggerostet. Oh, ein Schlauchboot. Ich wollte einen Jetski. Sieht so aus, als wäre hier lange niemand mehr drin gewesen. Oh Gott. Das Ding riecht schlimmer als dieser Gummianzug. Hey! Schlauchboot! Ich sollte das Schlauchboot lieber irgendwo hin. Ah, ja, feiner Herr. An die Arbeit, Fahrradpumpe. Verdammt, da muss er noch im Boot sein. Na, ein Glück haben wir Flickzeug dabei. Sieht aus, als wäre... Fertig. Ich hoffe nur, das ist jetzt auch seetauglich. Na, bestimmt. Okay, versuchen wir es mal. Gute Arbeit, Fahrradpumpe. Alle an Bord.